Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir waren ja in diesem. Entschuldigung. Machen wir das erstmal. In diesem Sauna-Auftragshaus. Ich packe jetzt die Lampe einfach mal hier so hin. Auch wenn ich nicht weiß, ob's. Warte, ich muss noch mal was gucken. Flur und hier ist das Zimmer. Okay, das wollte ich nur noch mal wissen. Ja, wir sind ja so fertig geworden. Sag ich schon wieder. Ich will es mir eigentlich abgewöhnen, aber irgendwie ist es echt schwer, weil manchmal sage ich das auch im Unterbewusstsein so. Also ne, ich spiele so und dann auf einmal so und ich denke so. Naja, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Was ist das? Ah, so was Schönes. Ich finde das eigentlich sehr schön. Vorderseite, Details. Wollen wir so vielleicht machen? Das machen wir vielleicht hier hin, ne? Sieht hübscher, schöner aus. Ein Moment. Ich glaube, das ist an der Wand, ne? Ja. Ich finde, das sieht irgendwie schön aus, ne? So ein Baum und dann kann sie Kleidung hinpacken. Mülleimer wollte der. Wo packen wir den denn hin? Am schlauesten vielleicht hier so hin? Kann man den auch schräg stellen? Ja, na, bestimmt, ne? Ja. Sehr schön. So, Zimmer. Zimmer. Oh, Zimmer, Zimmer. Ja, wir müssen, wie schon gesagt, nur eingehen. Muss bloß gucken. Das ist doch mit Küche, ne? Ja, da müssen wir nochmal gucken. Hier wäre denn die Küche praktisch. Oh, das kann heiter werden hier. Heiter, heiter, heiter. Das gehört zum Wohnzimmer und das gehört auch. Ich finde es immer doof, dass man so. Ah, hier, hier, hier. Andy. Küchenset. Andy. Farbe. Was ändern wir hier denn? Ah, grau hatten wir. Details. Spülbecken kann man so lassen. Vielleicht so? Jo. Ich sage nichts. Oh Mann, das ist zu groß hier. Nein, ich will es nicht unbedingt. Das nah dran oder zumindest ein bisschen, ja, sieht gut aus. Ey, guck mal, wie groß diese Kücheninsel einfach ist. So, oh, voll der schöne Tisch irgendwie, ne? Was nimmt man da für eine Farbe? Die vielleicht? Also ist das schlau so mittendrin? Wir können ja erstmal hinstellen, so provisorisch wieder und dann sehen wir ja. Ja, es hört ja, das ist einfach. Vielleicht hier so hin. Das ist einfach. Erstmal die einfachen Sachen, wo wir schon wissen, okay, das kann da nur hinkommen. Die packen wir da erstmal hin. Das ist so ein Dunstabzugshaube, glaube ich, nennt man das. Ja, wenn man denn Essen kocht, ne, damit das halt irgendwo entweichen kann. Ne. Das ist ungefähr. Jo. Sehr, sehr gut. Da sind die Stühle. Aufgabe. Ja, der Mülleimer, ja, der hat ja so Mülleimer-Fanatiker. Dingenskirchen. Dann nehmen wir das hier mal. Vielleicht so. Oh Mann, ey. Kühlschrank, wo tun wir dich hin? Hier so, vielleicht eckig hin? Nee, es macht keinen Sinn. Als ob er da passen würde. Nee, ne? Das ist ja perfekt. Nee, jetzt.
Jetzt ernsthaft, das wäre perfekt, wenn er da passen würde. Sieht zwar ein bisschen komisch aus wegen der Heizung. Das ist bestimmt so einer, der auch hier Eis machen kann, hier, also Eiswürfel rausschwungen. Ja, aber sonst, ja, vielleicht hätte ich auch die Zimmerteilung anders machen sollen. Ja, oder halt hier hin, aber ist ja noch blöder. Nee, wie machen wir? So, denn die Stühle. Ja, die müssen ja in diesem selben Holz sein. Ja, ist so ungefähr, ne? Ist halt ein bisschen dunkler angehaucht. Ja, wir lassen es erstmal hier so stehen. Oder nee, ich kann es ja auch schon mal eigentlich ganz machen, weil es ja sonst wird nur wegen den Stühlen jetzt zu sagen, nö, Alter. Will nicht so. So, Dille. Ja, sieht doch nett aus, ne? Es war sehr verrückt, aber machte nichts. Ah, ein, so ein Ding. Erstmal hier, so ungefähr die Mitte wahrscheinlich so. Oder wie man lieber hier erstmal. Geh da nicht hin. Hier so? Komm mal nochmal her. Ich glaube hier, so kommst du hin. Ja, noch ein bisschen da, aber ich wollte doch nicht loslassen. So. Sehr schön. Jetzt überlege ich schon, weil hier so viele Couch-Dinger sind, ne? Oh Mann. Achso, das ist so ein TV-Schrank. Achso. Nein, ich wollte es hier hin. Und der Fernseher, der kann denn da oben drauf? Jo. Läuft bei denen, würde ich sagen. Den kann man ja auch wieder anmachen. Ach, der ist falsch herum. Ja, gut. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nicht gesehen, also. Und dann ist ja. Huhui. So. Ich stelle mich lieber hier hin, weil dann habe ich hier gleich die Sicht. Gleich schwarz. Nicht, oder ist das zu dunkel? Da wollen wir es einfach so lassen. Nee, das passt ja mit dem Boden denn nicht. Oder so? Ja, so könnte gut passen. Dann vielleicht so, nicht zu nah dran. So vielleicht? Nee, doch nicht. Nee. Ja, ich glaube, das geht so. Und jetzt den anderen Sessel dran. Nee. Die Farben. Das ist die Farbe, ne? Ja. Weiß nicht, vielleicht erstmal hier so hin. So. Dann müssen wir mal gucken, weil wir haben ja hier noch ein paar Sachen. Den Mülleimer, den würde ich wahrscheinlich eh in die Küche stellen. Aber wir haben hier noch Teppich und dieses Teil und den hier. Ja, wo soll ich den hinstellen? Ja gut. Kein Problem. Da. So. Ja, klappt ja eigentlich alles sehr gut, ne? Klappt ja alles sehr gut. So, und hier den Teppich. Gibt's auch nur in einer Farbe. Den würde ich hier so hin tun. Sieht man zwar kaum, ne? Aber ja, ist ja nicht unser Problem. Da ging das relativ schnell, ne? Ich muss mich wieder hier so hinstellen, damit es überhaupt Sinn macht. Na komm, nein. Da wächst immer Springen. Springen, ja, wir lassen das so.
Und den Mülleimer, den tun wir da in die Ecke hin. Immer in den Ecken. Jo. So, jetzt sind wir hier schon mal fertig. Dann gehen wir in diesen Raum. Ah, das ist ein Bad. Das kann ich ja schon mal aufdrehen. Hab zwar jetzt in einer anderen Reihenfolge gemacht, aber ist ja nicht so schlimm. Das muss ich kurz mal hier wegtun. Sie noch was abziehen? Ich glaube nicht, ne? So, brauchen wir nur Toilette. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ach, das ist dann nicht so schlimm, okay. Montiere. Hier können wir ja ein anderes Spülbecken machen als beim anderen Bad, würde ich sagen. Nämlich vielleicht das hier, oder? Ja, oder das hier. Ne, wir nehmen das hier und dann die Farbe. Ja, wir machen es einfach. Wir nehmen die Farbe, weil wir wollen ja immer alle Farben sehen. Ne? Oh. Upsala, ich habe nichts gemacht. Das hat keiner gesehen. Also ehrlich nicht, das hat keiner gesehen. Das war meine Zwillingsschwester. Oh Mann. Ja, da müssen wir nochmal putzen. Aber kein Problem für mich. So, und jetzt die Toilette noch. War hinten überhaupt eine Toilette da montiert? Ich weiß gar nicht. So, wenn war das, glaube ich, die Standard, ne? Ja, oder haben wir überhaupt? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, wollen wir hier dran? Okay. Hat auch was fast wieder vorbei. Ja, das ist doch sehr schön. Dann war aber schon viel gemacht, ne? Finde ich. Ach, hier muss ich ja gar nichts machen. Hier ist ja die Garage. Hupsala. Nicht so schlimm. Aber hier ist ja noch ein Zimmer. Kommt bestimmt ein Schlafzimmer, Kinderzimmer oder so hin, würde ich fast sagen. Ja, sieht schon mal von den Bildern. Oh, schönes Bett. Das ist aber, glaube ich, das Standardbett. Standardbettchen. Bezug. Würde ich eigentlich schon fast so lassen, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich würde das hier erstmal jetzt in die Mitte packen, weil ich gar keine Ahnung habe, wie viele Möbel überhaupt jetzt hier noch reinkommen werden. Was ist das? Eine Decke. Warum kommt so eine schmutzige Lampe oder ist das nur so ein Style? Ich. Komisch. Dann nehmen wir die Farbe. Oh Mann. Kratzigen Hals hier. Ui. Ja, ist aber schön. Oh, es ist schon so dunkel, dass man eine schönere Farbe nehmen. Nice. Haben wir überhaupt so eine bessere Farbe irgendwie? Ja, dann lass mal das hier nehmen. Dann stellen wir das. Dann lass mal das Bett weiter nach da stellen, weil dann können wir nämlich hier denn den Dings hinpacken, den Schreibtisch. Den habe ich schon gesehen. Ja. Ja, manchmal passen auch die ersten Farben, ne? Ist mir schon mal aufgefallen, ne? Da packst du hin und denkst dir so, boah, das passt ja schon. So, ein Stuhl. Ach, da haben wir nur eine Farbe, sehr gut, müssen wir uns nicht entscheiden. Also ich muss echt sagen, ne? Wir schaffen viel. Also gut, wir schaffen wahrscheinlich jetzt nur noch den Dings richtig, das Zimmer richtig. Haben jetzt nur noch, ja, mit der Tür ist jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Wir können ja springen, andere Leute bestimmt auch. So, hier war das Bad, ne? Das große Bad. Ja, genau. Ah, doch. Ah, ja, ist ja nicht so schlimm. Was kommt hier? Aufräumen.
Wir können ja schon mal aufdrehen, das ist ja kein Problem. So, und ja, und das war's auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben lassen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal denn wieder hier. Tschüss!